Hast du gewusst, Gewohnheiten wohnen in unserem Kopf an einem ganz anderen Ort als bewusste Denken? Schlechte Nachrichten für alle, die einen Lebenswandel oder einen neuen Vorsatz nach dem Motto «Man muss nur fest genug wählen, dann geht es schon, wenn du etablieren». Egal, ob mehr Sport machen, endlich ordentlich sein oder weniger Zeit am Handy verbringen, nur fest wählen bringt meistens nicht wirklich viel. Gute Nachrichten für alle die, die jetzt das Video schauen. Es gibt nämlich Tricks, wie man vorbei am bewussten Denken an den Ort kommt, wo unsere Gewohnheiten wohnen. Wieso fällt es denn so schwer, etwas nachhaltig zu etablieren? Weil unser Körper eben Gewohnheiten gerne hat, weil sie energiesparend sind. Und dann natürlich berechtigterweise findet, hey, wieso sollen wir jetzt mit viel Energieaufwand etwas Neues lernen, wenn wir ja eigentlich etwas können, was viel günstiger wäre für uns. Also weil man wie nicht muss überlegen dabei. Genau, weil es einfach passiert. Oder sind die Momente, wo du denkst, hey, jetzt habe ich das schon wieder so gemacht. Dann hat einfach der Autopilot eingestellt und hat mit wenig Energie irgendetwas umgesetzt. Und wir müssen an den Autopilot herkommen, oder dass der nicht einfach einsteigt und irgendetwas macht, sondern halt zuerst ganz bewusst mit eben viel Energie gezwungen wird und etwas anderes machen muss. Und irgendwann ist dann das Neue, das, was automatisch passiert. Um deine guten Vorsätze oder dein New You, das hast du gerade selber gehört, New You, möglichst nachhaltig zu etablieren, könntest du es nächstes Mal so probieren. Bevor wir jetzt zu den Tricks kommen, was willst du in deinem Leben ändern oder neu lernen oder etwas anders machen? Schreib sie in die Kommentare und gerne auch, wie es läuft. Es hilft, eine konkrete Absicht zu haben. Wenn du zum Beispiel weniger Zeit an deinem Handy verbringen willst, dann macht es mega Sinn, dass du dir überlegst, wie viel das denn überhaupt noch drin liegt. Frag dich auch, wieso will ich das? Was bringt es mir, das Ziel zu erreichen? Und wie fühlt es sich an, wenn ich das Ziel erreicht habe? Also das stellt man sich dann so möglichst plastisch vor. Genau, also du überlegst dir alles, was passiert mit dieser Zeit, die du nicht mehr am Handy verbringst. Was könntest du alles machen? Was bist du denn für eine Person? Dann ist es viel mehr, wie einfach nur, ich darf etwas nicht mehr, sondern ich reduziere etwas, damit es ganz viel Raum für andere lässige Sachen hat. Je konkreter die Vorstellung, desto greifbarer und lustiger ist das Ziel. Feier auch deine Baby-Steps. Bleiben wir beim Beispiel weniger Screentime. Vorher haben wir unser Ziel konkret gemacht. Wir wollen jetzt zum Beispiel um die Hälfte reduzieren. Es geht jetzt nicht darum, sich zu geißeln und das vom einen auf den anderen Tag umzusetzen. Es ist schon richtig gut, wenn du von Woche zu Woche weniger Zeit am Handy verbringst. Das senkt nämlich die Hemmschwelle und lässt dich schon kleine Erfolge feiern. Und mit dem bleibst du viel länger motiviert. Am einfachsten ist deine Gewohnheit umsetzbar, wenn sie sich quasi automatisch aufdrängt. Diese Automatismen die kannst du auch selber schaffen. Das könnte für unser Handybeispiel konkret heissen, lass dir von einer Person aus deinem Umfeld eine Zeitbegrenzung für deine Social Apps installieren. Du könntest dich zwar nach dem Code fragen, das ist aber ein Umweg, der viel mühsamer ist, als wenn du ihn selber kennst und einfach eingeben kannst. Oder? Checkt! Oder du lädst ab sofort dein Handy in der Stube und müsstest dann, wenn du im Bett Lust bekommst, um drauf herumzukrollen, aufstehen zu holen. Und dann denkst du, das machen wir nicht. Ich habe mir schon fast, dass die Verlockung gross ist, aber es gibt wie so einen Punkt, wo es wie einen Break drin gibt. Oder? Das ist dann nicht automatisch, sondern du hast wie einen Moment, um darüber nachzudenken, stehe ich jetzt wirklich auf und hole das Handy. Ich kann es doch eigentlich anders machen. Und das kann die entscheidende Pause sein. Du hast ja bereits bestehende Gewohnheit. Super. Du kannst sie direkt nutzen, um eine neue daran herzuknüpfen. Das eine machst du eh schon automatisch, dann geht es quasi fast im Gleichen, das andere dort auch noch unterzubringen. Du gehst eh jeden Morgen duschen. Dann kannst du das Handy erst in die Hand nehmen, wenn du duschen hast. Und in ein paar Wochen nach dem Kaffee und irgendwann erst, wenn du im Tram sitzt. Ich wollte einen Bus sagen, weil mehr Leute im Bus sitzen. Das ist ja keine Zürich-Sendung hier, oder? Heimatori. Das, was man dann verknüpft, ist quasi das Kaffee machen mit dem Handy. Genau, das Kaffee machen, das Duschen, das Haus verlassen. Das, was eh automatisch passiert jeden Morgen. Jetzt Trick 77. Neue Umgebungen nutzen. Neue Leute oder neue Orte lösen, weil sie eben neu sind, keine alten automatischen Abläufe aus. Und diese Leerstelle kannst du nutzen, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Vielleicht ziehst du bald um, fängst einen neuen Job an oder gehst in die Ferien. Diesen Moment kannst du gerade nutzen für das Einpflanzen von einer neuen Gewohnheit. Ist das nicht eine Illusion, wenn ich dann von der Ferien zurück bin, dass ich dann so eine neue Person bin? Aber du musst es wie anders machen, oder? Du kannst nicht in der Ferien sein und dir überlegen, wie du es dann daheim machst. Sondern die Idee ist, du machst es jetzt. Und klar, wenn du nur 3 Tage in der Ferien bist, ist es viel zu wenig. Aber wenn du 2 Wochen in der Ferien bist, dann ist die Chance zumindest da, dass das, was du hast ändern, schon ein bisschen geübt hast. Und dann kannst du übernehmen. Wie so oft im Leben gilt auch hier, Social Support hilft. Bind dein Umfeld mit ein. Wenn sie wissen, was du verändern willst, dann macht das dein Vorhaben realer und erhöht vielleicht auch ein bisschen den Druck, dass du es wirklich durchziehst. Plus, dein Umfeld kann dich in deinem Vorhaben unterstützen. Man muss nicht immer alles allein können. Hast du auch gute Vorsätze, Steffi?
fürs neue Jahr. Ja, ich würde gerne weniger Zeit am Handy verbringen. Super, mache ich jetzt das Video, dann kann ich es nachher umsetzen. Und ich würde gerne mehr kochen am Abend. Weniger bestellen.